Nachdenkseiten. Die Selbstverteidigung bedeutet natürlich, dass man Terroristen nicht nur angreift, sondern zerstört. Deswegen habe ich so klar und deutlich gemacht, wenn Hamas-Terroristen sich hinter Menschen, hinter Schulen verschanzen, dann bekommen wir in ganz schwierige Themenbereiche rein, aber wir ducken uns davor nicht weg. Deswegen habe ich vor den Vereinten Nationen deutlich gemacht, dann können auch zivile Orte ihren Schutzstatus verlieren, weil Terroristen das missbrauchen. Dazu steht Deutschland und das bedeutet für uns Sicherheit Israels. Die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, hat Außenministerin Baerbock aufgefordert, Beweise für ihre Behauptung vom 10. Oktober im Bundestag vorzulegen und zu erklären, wie der Verlust des Schutzstatus ziviler Objekte die Massaker rechtfertigt, die Israel in Gaza und Libanon begeht. Plant denn die Ministerin, dieser Aufforderung der UN-Sonderberichterstatterin nachzukommen? Also ging es um den Ausschnitt aus der Bundestagsrede der Ministerin? Um den ging es. Naja, also zunächst ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass der Ausschnitt der Rede zuerst auf einer Plattform verbreitet wurde, die zum russischen Desinformationsökosystem gehört. Ich meine, das wird Ihnen nicht ganz fremd sein. Und ich kann allen, die dieses Video, die dieses Video verfolgt haben, nur raten, die gesamte Rede der Bundesaußenministerin zu hören, weil da nämlich ein kleiner Snippet rausgeholt wurde. Und ich meine, der Punkt ist doch, sie hat gesagt, zivile Objekte können den Schutz des Völkerrechts verlieren unter bestimmten Bedingungen. Und dazu gehört natürlich, dass sozusagen die Verhältnismäßigkeit eingehalten werden muss, dass in jedem Einzelfall nachgewiesen werden muss, warum dieser Angriff unter das Selbstverteidigungsrecht fiel. Und das sind all die Dinge, die dazugehören. Und sie hat ja darauf hingewiesen, welche Schwierigkeiten damit verbunden sind. Insofern die herzliche Bitte, sich das gesamte Video anzuschauen, sich die gesamte Rede der Bundesaußenministerin anzuschauen und dann zu einer sozusagen Gesamtbewertung zu kommen und nicht einzelne Sätze aus dem Kontext zu reißen. Frage, ja. Zum einen würde ich die Moderatorin auffordern, das nächste Mal bei solchen Ausführungen des AAs vielleicht auch zu intervenieren. Dann interveniert die Moderatorin an der Stelle und bittet auf Kommentierungen von Antworten aus dem Plenum oder beziehungsweise aus dem Saal zu verzichten, weil auch das muss nicht sein und auch das entspricht nicht unseren Gepflogenheiten. Gut, aber meine Frage haben Sie 0,0 beantwortet. Ich habe gefragt, ob die Außenministerin auf die entsprechende Aufforderung der UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete und die ich dazu formulierten Fragen, ob die Außenministerin dem nachkommen soll. Das hat mit diesem Videoausschnitt an sich relativ wenig zu tun. Sie haben da einen Pappkameraden aufgemacht. Meine Frage war, Reaktion der Außenministerin auf die Äußerung der UN-Sonderberichterstatterin. Und dazu würde ich gerne noch eine Antwort haben. Naja, nochmal, unsere Haltung ist doch sehr klar. Und das haben wir hier gesagt, das hat die Ministerin an verschiedenen Stellen gesagt, nämlich dass zivile Orte ihren Schutzstatus verlieren können und zu einem zulässigen militärischen Ziel werden können, wenn sie militärisch genutzt werden. Aber der Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten bleibt das oberste Prinzip und es gelten die Prinzipien von Verhältnismäßigkeit und das Unterscheidungsgebot. Und ich glaube, die Antworten ergeben sich dann einfach, wenn man sich die Rede anschaut in ihrer Gesamtheit und sie ergeben sich, wenn man sich die Äußerungen der Außenministerin und die Äußerungen, die wir hier in den letzten Wochen und Monaten getroffen haben, auch anschaut. Und diese Unterstellungen, die in dem Video getroffen, die mithilfe des Videos getroffen werden, weise ich jedenfalls aufs Schärfste zurück. Dann ist Herr Jung dann zu diesem